Hallo und herzlich willkommen an diesem Dienstag im September, der sich anfühlt wie ein Hochsommertag. Und das wird auch am Mittwoch der Fall sein. Zwei Dinge stehen dabei im Fokus. Auf der einen Seite rekordverdächtige Hitze und auf der anderen Seite zum Teil heftige Gewitter mit Starkregen und Überflutungsgefahr. Blicken wir zunächst mal auf diesen starken Regen und die Gewitter. Im Laufe der Nacht und des frühen Mittwochmorgens zieht da was von Frankreich hier in den Westen Deutschlands, ins Saarland, nach Rheinland-Pfalz, weiter Richtung NRW und dann auch tagsüber weiter Richtung Ostfriesland. Richtung Nordseeküste. Östlich anschließend davon kann es teilweise heftig gewittern. Das ist so ein breiter Streifen von der Nordseeküste, von Nordfriesland über große Teile Niedersachsens, Hessen, Thüringen bis nach Franken, nach Schwaben und dann auch weiter Richtung Alpenrand. Zumindest punktuell, nicht überall, aber punktuell extrem starke Gewitter, Starkregen, 40, 50 Liter auf den Quadratmeter sind da durchaus möglich, dann eben auch lokale Überflutungen. Und weiter nach Osten, nordöstlich der Elbe, da passiert gar nichts. Da ist es den ganzen Tag sonnig und trocken und hier wird es rekordverdächtig heiß. 35 Grad sind hier stellenweise drin. Das kann eben punktuell auch wirklich einen neuen September-Temperaturrekord bedeuten. Im Westen nicht ganz so warm, drückend schwül bei rund 21 bis 27 Grad. Kurz noch der Blick auf die nächsten Tage. Am Donnerstag wird diese schwüle Gewitterluft ein bisschen nach Südwesten zurückgedrängt. Da setzt sich in vielen Teilen Deutschlands dann die Sonne durch. Und am Freitag haben wir eine Zweiteilung. Im Südwesten eher unbeständig gewitterig, im Nordosten weiter sonnig, trocken und weiterhin ganz schön heiß mit Temperaturen von bis zu 30 Grad.